Jetzt müsste man übers Wasser laufen können. So, warum leuchtet das hier so wunderschön? Richtig, weil ihr es vom Himmel holen könnt. Wie ihr seht. Ich glaube, ich habe es im Time Trail, bin ich da einfach rübergeschwommen, glaube ich. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Hier irgendwo an diesen Ufern, da oder so, da sind auch noch mal ein paar kleinere Nischen versteckt, wo ihr auch noch irgendwie ein paar Schätze findet. Ja, so ist das. Ich will dich ja nicht ärgern, aber ich bin froh, dass ich zu Hause bin. Ist gut, Sip. Und jetzt halt die Klappe. Tut mir leid. Ja. Gott, wie warm das? Ah, ich muss da rüber, glaube ich. Dann bin ich auch oft irgendwie ersoffen. Was war das denn? Ich bin noch nicht mal reingegangen. Ja, seht ihr, das zockt euch wunderbar Gesundheit ab. Oh, Lara, die muss doch so kalt sein. Ist alles okay mit dir? Meine Knochen sind schon taub. Verdammt, ist das kalt hier. Ja, super. Aber ich komm schon klar. Kein Problem. Ja. Gehst du da mal rauf? Ja, ich krieg auch irgendwie nie diese blöden Eisschollen. Ja. Taktisch und klug. Muss ich denn da hin? Muss ich dort? Ach, scheiße. Du gehst da aber auch nie rauf, Lara. Ja. Geh da rauf, junge Dame. Herzlichen Glückwunsch. Nein, oder? Ja, super. Okay, Leute, dann findet ihr hier irgendeinen dämlichen Schatz. Mann. Orientierung eines Dosenbootes, um mein Wasakura zu zitieren. Ja, das war auch wieder sonnenklar. Dankeschön. Habe ich jetzt einen Kontrollpunkt? So, da oben kommt wieder ein Schneeleopard. Den könnte ich aber auch auslassen, glaube ich. Schnell bin, kann ich gleich. Ja. So mache ich das. So. Da drüben ist auch einer. Ja. Taktisch jetzt saublöd gelaufen, glaube ich. Auch wieder sehr unklug gelaufen. Ja. Der ganze Scheiß hier bricht übrigens nachher zusammen. Nur jetzt irgendwie lustigerweise noch nicht, ne? Ich meine, ich kann es verstehen, warum man nicht zusammenbricht, sonst wäre das Spiel zusammenhangslos. Nicht zusammenhangslos, aber... Ach, ihr wisst, was ich meine. Oh, das klang irgendwie ungut. Ja, nein, ich meine, wenn es ja jetzt zusammenbrechen würde, dann... Ja, können wir ja nicht mehr weg und sowas. Das wäre schon irgendwie blöd. Ja, deswegen. Versuchen wir das jetzt einfach nochmal. Wir lassen wieder den Schneeleoparden ganz in Ruhe. Hopefully. Lässt er uns auch in Ruhe. Ja, genau, ich... Ja. Sinnfrei! Lauf, Lara, lauf, 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 lauf und lass das Tigerlein in Ruhe. Das irgendwie voll schön. Ich mag das voll.
Warum? Warum? Warum machst du das, Lara? Warum? Kannst du mir das mal erklären? Das ist sinnfrei. Da ist eine Glocke. Da kannst du dich hinschwingen. Mann, das hat doch sonst auch immer geklappt. Warum machst du das jetzt nicht mehr? Willst du mich irgendwie verarschen oder so? Das Blöde ist, wir können da halt nicht anders hoch. Lara, du sollst vorher springen, weißt du das? Ja. Und wieder. Kläglich abgestürzt. Das ist so uncool, Leute. Das ist echt uncool. Ja. Das kotzt sowas. Das sind die Dinge, die mir die Nerven ruinieren. Um erstmal den Mad Hatter zu zitieren aus Alice im Wunderland. Also den Disney-Film. Naja, der andere ist ja auch noch gar nicht draußen. Aber ja. Wow, ist der gerade gesprungen? Das muss ich irgendwie sehen. Wie er uns anguckt. nein, er dreht sich nur. Und tanzt Polka. Nein, tut er nicht, aber. Kommt das Zeichen irgendwie nicht. Das gefällt mir nicht. Ich lass mich runter. Also, weiter runter meine ich jetzt damit. Ja, cool. Schwing. Ja, da kommt's schon. Finde ich, ist eine tolle Sache. Gut gemacht. So, du schöner Schneeleopard. Du, wie gesagt, ich mag dich echt, aber. Ach, weißt du was, ich nehme dafür meine anderen Knarren. Oh. Die waren beim letzten Mal zum Glück nicht hier. Tut mir echt leid. Ich finde echt voll das schöne Tier und so, aber. So, jetzt haben wir hier eine Plattform. Ich trete da jetzt einfach mal drauf. Um euch das zu demonstrieren. Ich bin aber nicht schwer genug. Um euch das jetzt hier zu demonstrieren, also. Gehen wir hinunter. So. Jetzt müssen wir das so machen. Wir müssen diese, wer hätte es gedacht, diese Kiste hier raufkriegen. Was ist denn das? Messing? Nee, Messing ist das nicht. Mein Anhänger ist aus Messing und der sieht nicht so hell aus. Ist das Gold? Aber eine Goldkiste? Naja, warum nicht? Das ist wahrscheinlich Messing oder was gibt's? Bronze. Bronze gibt's noch, ja. So. Kommt wahrscheinlich, dass ich nicht schwer genug dafür bin. Ja, das war so sonnenklar. Gott, wie war denn das nochmal? Wie war das denn noch? Ja. Ja, nein, du sollst loslassen. Ach nee, wenn ihr hier irgendwo rumrennt, da. Wenn ihr erst die da hier raufrennt, so, da ganz hinten, wo wir waren, da ist ein
Gold, Silber, Kupfer, Bronze.